Leute, heute habe ich zwei extrem schwer zu bekommende Trophäen. Ihr wisst das, PlayStation, Xbox, wenn du bestimmte Sachen in einem Spiel erreichst, bekommst du eine Trophäe. Und es gibt zwei Trophäen, die sind sehr schwer zu erreichen. Die erste, würde ich sagen, ist noch relativ leicht, aber die zweite, da könnte ich wetten, dass die meisten von uns einfach nur einen Spielstand neu starten, wo sie straight die Hauptmission durchziehen, ohne nach links und nach rechts zu schauen, um die Trophäe irgendwie zu bekommen. Für alle, die Bock haben, wirklich GTA auf 100% Trophäen, Platin-Trophäe auf PlayStation zum Beispiel zu erreichen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das einer der schwersten Trophäen ist. Wir fangen mit der ersten an, bevor ich jetzt hier weiter um den heißen Brei rede. Die erste Trophäe muss man mit Lucia machen, einer der Hauptcharaktere. Sie ist als, ich weiß nicht, ob sie ein Ex-Cop ist. Sie ist ein Cop, ob sie, also wie gesagt, ein Ex-Cop ist. Das müssen wir mal abwarten. Oder ob sie irgendwie undercover einfach nur kriminell ist, müssen wir mal abwarten. Sie kann Kopfgeldjagden annehmen. 30 an der Zahl. Und das Ziel ist, Trophäe Nummer 1, jede dieser Kopfgeldjagdmissionen ohne das Ziel zu töten. Du kannst den über den Haufen schießen, kannst dann trotzdem die Kopfgeldjagd für dich verbuchen oder du bringst das Ziel lebend in den Knast. Und die zweite Trophäe, die ist wirklich heftig. Und wenn du dir zum Ziel genommen hast, diese 30 Kopfgeldjagden abzuschließen und du hast da jemanden getötet, dann ist eigentlich schon die ganze Geschichte definitiv vorbei. Denn es gibt eine Trophäe und das wird die schwerste in GTA sein, nehme ich mal an. Beende das Spiel ohne ein NPC zu töten. Das könnte schwierig werden. Und deswegen sage ich glaube, es wird so sein, dass viele von uns, die da Jagd drauf machen, vielleicht einen zweiten Speicherstand eröffnen, wo sie straight der Hauptmission folgen, ohne nach links, ohne nach rechts zu gucken, keine Nebenmissionen, kein Schnickschnack, rein die Hauptstory. Und dann wird das sicherlich möglich sein, diese Trophäe relativ einfach zu erreichen, wenn man sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Es gibt natürlich Cutscenes, Filmsequenzen, wo vielleicht jemand getötet wird. Das hast du nicht in der Hand. Das zählt natürlich logischerweise nicht dazu. Aber wenn du selber irgendwie in den Konflikt kommst mit Polizei und sonst wem, dann darfst du nicht zurückschießen. Dann musst du dir gefallen lassen, was eben geschieht. Ansonsten kannst du die Trophäe nicht erreichen. Das sind zwei sehr interessante Trophäen. Ladies and Gentlemen, lasst mich in den Kommentaren wissen, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock, nach diesen Trophäen zu jagen? Oder sagt ihr, komm, ist mir eh Latte, ich hau einfach drauf. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es vielen am Abzugsfinger juckt und sie einfach die Waffe nicht stillhalten wollen. Das kann ich verstehen. Das macht natürlich GTA immens aus und ist natürlich ein extrem hoher Stellenwert, mit der Waffe rumzuballern und irgendwelche Leute über den Haufen zu schießen. Sind wir mal ehrlich, so ist es doch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.